Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Arminia Bielefeld Karrieremodus. Episode Nummer 28 ist am Start und wir sind weiterhin in der Bundesliga aktiv und sind die Überraschung der Saison Tabellenführer und das nach 7 Spielen mit 15 Punkten. Es sieht sehr, sehr gut aus bei uns und heute soll es genauso gut weitergehen und zwar gegen den FC Ingolstadt und dann im zweiten Spiel dieser Episode gegen das zweite Südlicht und zwar gegen den VfB Stuttgart. Wird auf jeden Fall interessant. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Links in der Videobeschreibung, natürlich zu Instagram auf jeden Fall auschecken, dann weiterhin zu Twitter, Facebook und Randrun und da könnt ihr gerne vorbeischauen und mich unterstützen, würde ich mich sehr drüber freuen. So, wir scouten mal wieder ein paar Spieler, wie wir es immer tun. Es sind unter anderem Jamal Lascelles, der Innenverteidiger von Newcastle United, den wir beobachten und natürlich auch Bertrand Traoré und sind an sich relativ viele interessante Spieler. Allerdings ist die Transferphase ja vorbei, das heißt momentan können wir sowieso nichts machen. Wir sind bereits Ende September und am 1. Oktober ist das Spiel dann gegen den FCI. Wird auf jeden Fall eine interessante Partie, normalerweise eine Partie auf Augenhöhe, denn sowohl Ingolstadt als auch Bielefeld zuletzt erst in die Bundesliga aufgestiegen. Natürlich Ingolstadt eine Saison früher, aber sich gerade so drin gehalten. Und natürlich wollen wir jetzt sehen, wie die sich gegen einen Aufsteiger präsentieren. Auch wenn wir kein normaler Aufsteiger sind, denn wir sind sehr, sehr stark. Und wir haben den Vorteil, dass FIFA uns die Möglichkeit gibt, mit Spielern mit niedrigem Rating einfach trotzdem richtig durchzudrehen. Deswegen beobachten wir weiter Spieler wie beispielsweise im Bayern Ni Yang und haben monatliches Scouting-Upgate. Allerdings sind die, nicht so vielversprechende Spieler, die wir hier sehen. Kwana beispielsweise ist eine richtige Pflaume und dementsprechend gucken wir da nicht weiter drauf, sondern gehen direkt weiter zum Spiel. Und das wird jetzt, wie gesagt, ausgetragen werden am 1. Oktober. Nationaltrainer-Offerte für Österreich lehnen wir ab. Fürs Nationalteam auch gestellte Spieler sind uns ebenfalls, schon in gewisser Weise wichtig, weil wir natürlich sehen wollen, wer fehlt uns, wer ist im Training nicht dabei und vor allem natürlich auch, wer hat eine gewisse Bedeutung für das Nationalteam, obwohl er nur bei Bielefeld spielt. Allerdings auf der anderen Seite kratzt mich das nur so peripher, weil sie sind ja nicht weg, während ich jetzt spiele. Chimopoulos, der Neuseeländer, immer wieder beeindruckend, wird nicht für uns im Kader stehen heute. Wir werden eigentlich mit A11 spielen. Ihr seht hier bereits Christensen und Jedwai, der Neuzugang in der Innenverteidigung. Mal so auf rechts, auf der linken Seite Angelino, auf der 6 Diersen. Ja, sieht alles ganz ordentlich aus. Mal sehen, wie wir damit umgehen können. Die Ersatzbank mit Pastak und so auch sehr, sehr gut bestückt. Und ich würde sagen, damit gehen wir rein in die Partie. Ich wünsche euch viel Spaß, uns 3 Punkte und wir sehen uns gleich wieder. Die Schanzer zu Gast in Bielefeld, die Schüko-Arena, wartete die Männer aus Ingolstadt und die wollten natürlich nach dem etwas verkorksten Saisonstart heute gegen die Bielefelder deutlich besser abschneiden. Bielefeld nach dem Aufstieg ja unglaublich gut in die neue Saison gekommen, momentan Tabellenplatz 1 für die Arminia, das hatte niemand so erwartet, aber es stand halt nun mal zu Buche und genau den wollten sie heute natürlich verteidigen. Wir sehen es, mittlerweile ist der FC Bayern wieder vorgerückt mit 16 Punkten an der Arminia vorbei, allerdings ja, mit einem Sieg heute sieht das wieder relativ gut aus für die Männer, die in der Innenverteidigung mit zwei sehr großen Talenten heute auch wieder auf dem Platz stand. Tim Jedwai ausgeliehen, natürlich von Bayer Leverkusen und Christensen, der Däne, ebenfalls ja sehr, sehr gut dabei. Das offensiv schwächste Team der Liga, Platz 18, Arminia Bielefeld, beziehungsweise nicht Arminia Bielefeld, sondern FC Ingolstadt, mit nur 4 bisher erzielten Toren. Das sollte natürlich anders werden. Auswärts, ausgerechnet gegen Bielefeld, das stärkste Defensivteam der letzten Zweitligasaison. Mal sehen, wie das funktionieren sollte gegen Heselmar. So, Jedwai, Christensen, Angelino, die Abwehr komplett verändert im Vergleich zum Start der Saison 2015-2016. Tim Diersen, alles Sandro Schöpf, Bart Finne und Ryan Gold im Mittelfeld davor, in der Sturmspitze Melvin Lorenzen und Kelechi Iheanacho. Es hat sich viel getan bei der Arminia. Wir sehen keinen einzigen Spieler abgesehen von Wolfgang Hieselmeer, der von Anfang an bei der Arminia im Kader stand. Andere Seite ist der FC Ingolstadt, Nyland Levels zusammen mit Hübner, Martip und Suttner in der Defensive davor. Chai Kuyate, der Neuzugang von West Ham, dann Alfredo Morales, ja, Martin Rolle, Plede, Hinterseher und auf der rechten Seite Stefan Lex. Die sollten hier für ordentlich Gefahr sorgen, beziehungsweise endlich mal diese Pechsträhne der Ingolstädter vor dem gegnerischen Tor brechen. Allerdings ging es natürlich gar nicht mal so gut los. Wir sehen hier noch Schiedsrichter Jascha Zurheide. Er war der Unparteiische, der diese Partie leiten sollte. Und ich kann schon mal im Voraus sagen, er hatte nicht wirklich viel zu tun, denn beide Teams momentan noch sehr gut in der Fairplay-Tabelle dabei. Mit sehr, sehr guten Leistungen und vor allem auch fairen Leistungen bisher in der Saison auffällig geworden. Und dementsprechend war das nicht das Problem. Aber das Problem war, dass Bielefeld gleich richtig gefährlich loslegte und in der Anfangsphase das deutlich bessere Team war. Wir springen rein in die erste Szene und das ist direkt mein Konter. Der Arminia-Ball auf Kelechi Iheanacho und der schickt Melvin Lorenzen, der schneller ist als Benjamin Hübner. Er steht im 16er, legt sie den Ball ein Stück zu weit vor, die Flanke kommt trotzdem hier. Nacho, den muss er eigentlich schon machen zum 1-0, aber irgendwie kommt auch Niederland da noch irgendwie ran und verhindert das 0-1 früh in der Anfangsphase. Ja, Ingolstadt versuchte weiter nach vorne zu spielen, wurde aber gestört von Angelino im Spielaufbau. Der Argentinier macht das klasse, Ball auf Melvin Lorenzen, der ist im 16er, Bielefeld rockt die Liga und Bielefeld führt schon wieder gegen den FC Ingolstadt. Klasse Konterangriff, natürlich die Ballerung von Angelino darf niemals im Mittelfeld so passieren. Ganz, ganz schwach von der
Ingolstädter Hintermannschaft und dann der perfekte Pass in den Lauf von Lorenzen. Der Abschluss ist trocken und kalt. Keine Chance für Nyland, diesen Ball zu halten. 1-0 also für die Arminia und die machten direkt weiter, wollten direkt auf das 2-0 spielen. Das ist Bart Finne mit der Flanke wieder auf Ihia Nacho, der Kopfball, aber kein Problem für Nyland. Der Nigerianer in der Anfangsphase sehr, sehr auffällig und sehr bemüht, allerdings noch glücklos zu diesem Zeitpunkt. Dann wachte Ingolstadt ein bisschen mehr auf, das ist Stefan Lex auf Hinterseher und die erste gute Tat von Stefan Hesel, von Wolfgang Hesel natürlich, im Kasten der Arminia. Es sollte allerdings nicht die letzte Chance der Ingolstädter bleiben, denn die spielten jetzt mutiger und vor allem auch zielgerichteter nach vorne. Das ist der Eckball erstmal abgewehrt, aber das ist Pledel mit dem Ball nochmal auf Rolle zurück. Nochmal Pledel und der wartet ein bisschen ab, zieht dann in die Mitte, wird abgewehrt, aber ganz, ganz schwach geklärt, denn im Endeffekt kommt ja Ingolstadt wieder nach vorne, wieder über Pledel und der auf der Außenbahn, der Ex-Fürther mit der Flanke in die Mitte, Hinterseher ist da, 1-1, da sah Hesel alles andere als gut aus, aber ist der Ausgleichstreffer für die Schanzer, 5. Saisontor für die Männer in Schwarz und Rot und normalerweise musste so ein Ball als Torwart haben, im 5-Meter-Raum der Flugkopfball von Lukas Hinterseher, Hesel, ja, geht da mit einer Hand hin, sieht nicht sonderlich gut aus und dementsprechend steht es 1-1, Hinterseher bringt seine Mannschaft also wieder, naja, quasi eine gute Ausgangslage, Angelinos Vorlage hatte bisher noch nicht gereicht, zweite Halbzeit und es ging genauso weiter, denn Ingolstadt war jetzt das bessere Team und spielte zielstrebiger nach vorne, Bielefeld kam, wenn dann, über Konter, wie hier beispielsweise Ball auf Alessandro Schöpf, Neuzugang vom FC Nürnberg, setzt sich außen ja nicht durch gegen seinen Gegenspieler und es wird schnell nach vorne gespielt, auf der anderen Seite wieder Pledel, der eine auffällige Partie macht, auf der linken Außenbahn der Ingolstädter, zieht zurück die Flanke in die Mitte und da steht Stefan Lex, der andere Außenbahnspieler, Hesel ist wieder da und verhindert das 1-2, das mittlerweile verdient gewesen wäre, denn Ingolstadt war wie gesagt das deutlich bessere Team, wieder Pledel, diesmal auf der anderen Seite die Flanke auf dem zweiten Pfosten an die Latte und nochmal ist da Kouyaté und diesmal ist Hesel da und hält den Ball des Senegalesen, es war eine sehr, sehr aufregende Partie für die Bielefelder Fans, denn ihre Mannschaft kam nicht mehr zwingend nach vorne, erst nach knapp 60 Minuten eine Flanke auf Ihia Nacho, der wie gesagt vieles versuchte, aber einfach glücklos blieb in dieser Partie, deswegen weiterhin 0-0, 70. Minute wieder Ingolstadt, es war jetzt ein etwas offenerer Schlagabtausch, nachdem Bielefeld ein bisschen zurückgefunden hatte in die Partie, Tobias Lewels, der Rechtsverteidiger, der Ingolstädter versucht es hier mal, aber deutlich am Tor vorbei, nicht weiter erwähnenswert, Bart Finne mit dem Ball auf Kelechi Ihia Nacho, wir sind bereits in der 85. Minute, der Nigerianer mit dem Versuch, ganz knapp am Tor vorbei von Nyland, es war einfach nicht sein Tag, der Ball wollte nicht in den Kasten rein, der Schuss und Versuch wieder sehr, sehr stark vom jungen Nigerianer, dem Neuzugang von Manchester City, aber nicht erfolgreich und das war dann auch ja, die letzte Chance der Bielefelder, andere Seite nochmal Ingolstadt mit Robert Bauer im 16er und Hesel ist dann da und kann das Gegentor, das späte Gegentor verhindern und so entsprechend den Punkt festhalten, 1-1 trennen sich der ehemalige Tabellenführer und der FC Ingolstadt, Ingolstadt mit nur 4 erzielten Toren bisher sehr schwach, heute in der Offensive sehr stark aufgetreten, einzig an der Chancenverwertung mangelte es, auf der anderen Seite kann man das aber genauso sagen, Ihia Nacho konnte einfach nicht an seine eiskalte ja, Art in den letzten Wochen anschließen und dementsprechend ja, konnte er das Tor nicht erzielen. Melvin Lorenzen, der Torschütze auf seiner Bielefelder und auf der anderen Seite ebenfalls sein Stürmer Lukas Hinterseher. Die beiden waren die Matchwinner für ihre jeweiligen Teams und brachten dazu, dass das Spiel mit 1-1 endete. Gegen Ingolstadt sollte man normalerweise gewinnen. Und gerade wenn man so weit oben in der Tabelle steht, allerdings muss man auch dazu sagen, wir haben natürlich gar nicht solche Ansprüche. Der Nichtabstieg ist unser Ziel und von daher ist so ein Unentschieden gegen Ingolstadt auch mal drin und kann auf jeden Fall akzeptiert werden. Nächstes Spiel ist gegen Stuttgart, wird auch alles andere als einfach werden. Ist auch eine Mannschaft, die ich gerade in der Offensive sehr stark einschätze. Ob wir da so gut reinstarten, beziehungsweise ob wir uns da ja so gut verkaufen können, offensiv wie gerade, wo es einfach nur daran gehapert hat, dass ihr Herr Nacho den Ball nicht reinmachen wollte, müssen wir schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt mir gerne meine Kommentare schreiben, wie ihr die Partie gerade gesehen habt, ob ihr glaubt, dass gerade solche schwächeren Teams, die beispielsweise jetzt ganz unten auf der Liste standen von den erzielten Toren der Bundesliga, sehr gefährlich sind im Karrieremodus oder ob das einfach nur daran lag, dass Ingolstadts Spielstil mir nicht gepasst hat oder sonst was, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt und wir gehen jetzt gleich weiter zum nächsten Spiel gegen eben den VfB Stuttgart, freue ich mich schon drauf und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass gegen Stuttgart der Karrieremodus immer Spaß macht, denn ich habe zwar gerade gesagt, sie sind offensiv stark, defensiv aber nicht so genial und von daher könnte das eine sehr ausgeglichene Partie werden, beziehungsweise spannende Partie. Und das ist auch immer relativ wünschenswert und ich denke mal, das kann man dementsprechend auch so in Angriff nehmen. Wir haben Scout-Berichte unter anderem zu Davy Selke und zu Mbaye Niang, die sind aber, naja, nicht so interessant, aber weil sie zu teuer sind. Vielleicht können wir uns die irgendwann mal leisten, aber in nächster Zeit wird das auf jeden Fall mal relativ schwierig werden. Ich bin trotzdem gespannt, ob wir irgendwann die alte Newcastle-Legende Mbaye Niang noch verpflichten können. Allerdings, wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen pessimistisch, denn er ist einfach eigentlich zu stark. Tim Jedweil steigt im Rating, geht auf 78, was sehr schön ist, den haben wir zwar noch ausgeliehen, aber immerhin für 2 Jahre und von daher, wenn
werden wir länger unseren Spaß an diesem kroatischen Innenverteidiger haben. Wir haben wieder Scout-Berichte unter anderem zu Cia Celik, dem niederländischen Stürmer, der mit türkisch anmutendem Namen daherkommt, und zwar von Roda Kerkrade, was Nijmegen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwo aus Niederlanden, und auch ansonsten sind die Scout-Berichte aus Niederlanden und England nicht so super interessant, und von daher konzentrieren wir uns auf die nächste Partie, wie gerade bereits ein paar Mal angesprochen, gegen den VfB Stuttgart. Alex McCarthy, weitere Torhüter, Abschlussberichte haben wir da noch, allerdings macht Hesel bisher einen so guten Job und ist hinten weiterhin so solide, auch wenn er das ja gerade natürlich nicht der beste Anschauungsunterricht war, weil das ein schlechtes Dings war. Aber ja, ich denke mal, trotzdem brauchen wir eigentlich keinen Torwart, sondern Hesel reicht. Könnt ihr auch gerne dazu eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wir gehen jetzt ins Spiel gegen Stuttgart. Ich wünsche euch da viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Der VfB Stuttgart empfing den Aufsteiger, den starken Aufsteiger aus Bielefeld zum nächsten Spiel in der Bundesliga. Momentan sieht es richtig gut aus für die Arminia. Zuletzt allerdings nur ein Unentschieden gegen die Ingolstädter. Und heute war der nächste Südklub der Gegner. Und die Stuttgarter wollten natürlich beweisen, dass sie eigentlich deutlich stärker sind als der Aufsteiger und in der Tabelle weiter nach oben gehören, als es der Tabellenplatz momentan suggeriert. 16 Punkte für die Arminia. Sie können den Tabellenführer nicht einholen. Das ist Leverkusen mit 20 Punkten. Aber sie können sich zumindest absondern und weiter auf den internationalen Plätzen bleiben. Stuttgart momentan Tabellenleiter, kann an sich nach vorne rutschen, aber ob das klappt, das werden wir natürlich im Laufe der Partie sehen. Bei Bielefeld Spieler im Fokus in den letzten drei Spielen, Ryan Gold mit 3 Toren, das war zwar alles in einem Spiel, allerdings trotzdem bemerkenswert. Der Junge ist unglaublich wichtig für seine Mannschaft und dementsprechend, der schaut dann natürlich auch heute wieder in der Startelf hinter den beiden Spitzen, die auch wieder auf dem Platz standen. Bei Stuttgart im Tor, Mitchell Langerak davor, Florian Klein-Toni, Sunjic Antonio, Rüdiger zurückgekehrt von AS Rom und links Emiliano Insua davor, Danilo und Carlos Grueso, dann Alexander Maxim, Philipp Kostic in der Sturmspitze, Alexandre Pato, Neuzugang aus Brasilien und Martin Harnik, der ehemalige Topstürmer des AC Mailand, der vielleicht, ja, größte Star mittlerweile im Aufgebot der Stuttgart. Auf der anderen Seite der größte Star, vielleicht Wolfgang Hesel, bisher eine sehr gute Saison davor, mal so, Jedwai zusammen mit Entschuldigung, Erik Hogar, der heute spielen durfte, und Angelino, Christensen auf der 6, davor dann Schöpf auf der linken Seite, Finne, Ryan Gold in der Sturmspitze, natürlich wieder, was für eine Frage, Melvin Lorenzen und Kelechi Iheanacho, die natürlich wieder der gegnerischen Defensive das Fürchten lehren sollten, wie sie bisher in der Saison relativ erfolgreich getan hatten. Der Schiedsrichter pfiff die Partie dann an, es geht los und es ging gleich richtig gut los für die Arminia aus Bielefeld, denn die war in der Anfangsphase, wie eigentlich immer, das deutlich bessere Team. Melvin Lorenzen hier direkt mal mit der wunderbaren Balleroberung im Aufbauspiel, Christensen dann mit dem Trick im Mittelfeld, der schlägt erbärmlich fehl, Carlos Grueso, der Ecuadorianer, mit dem Ball weiter in die Spitze, und das ist ja Florian Klein, österreichischer Landsmann. Sie spielen es hinten rum, sie machen es vorsichtig, allerdings sieht man hier schon, sie trauen sich nicht wirklich nach vorne. Bielefeld sehr eng gestaffelt und vor allem immer gleich am Ball ran. Das ist Iheanacho auf Christensen, der auf Ryan Gold, der weiter auf Melvin Lorenzen, und da haben wir doch direkt theoretisch mal die erste Chance, die richtig gefährlich werden könnte. Springt über die Grätsche, die Flanke in die Mitte, aber Langerak ist da, wehrt diesen Ball ab. Trotzdem Szene noch nicht vorbei. Wir bleiben direkt in dieser Szene drin. Es zeigt nämlich die Anfangsphase perfekt. Angelinos Lupfer, weil Langerak noch nicht im Kasten zurück war, aber der Argentiner nach seiner Vorlage im letzten Spiel scheitert hier doch relativ kläglich. Anschließend Ecke von Alessandro Schöpf auf den Kopf von Ryan Gold, der kommt nicht an, aber der Österreicher kriegt den Ball nochmal wieder, direkte Flanke, Lorenzen kommt auch nicht ran und dann versucht Bart Finne und wieder eine ganz, ganz gefährliche Situation. Es gibt erneut einen Eckball für die Arminia, es war jetzt ein richtiges Powerplay der Männer aus der Schüko Arena, Hogar mit dem Kopfball, ja, das ist der norwegische Neuzugang von Olympique Marseille, und die Szene war immer noch nicht ganz geklärt und es gab nur einen Einwurf für die Bielefelder, ausgeführt von Tin Jedwai, der schlägt den kurz, beziehungsweise bringt den kurz rein auf Melvin Lorenzen, Flanke in die Mitte, Iheanacho kommt nicht ran, aber im zweiten Versuch kriegt er nochmal den Ball, der Nigerianer, dreht sich um die eigene Achse, legt ab und zwar auf Melvin Lorenzen, 1:0, 12. Spielminute, direkter Führungstreffer für die Arminia, ganz, ganz schwach verteidigt von Stuttgart, die innerhalb von 5 Versuchen den Ball nicht hinten rausschlagen konnten, 5 Standardsituationen hat es gebraucht und die Arminia geht in Führung. Iheanacho uneigennützig, legt nochmal quer auf seinen Sturmpartner Melvin Lorenzen nach seinem Treffer im letzten Spiel, heute wieder erfolgreich, sehr guter Start also für die Bielefelder in diese Partie und genauso sollte es weitergehen, allerdings kam Stuttgart dann ein bisschen wacher zurück in die Partie. Wir sind in der 16. Minute. Das ist Alexandru Maxim, der Rumäne im 16er. Wird erstmal gestoppt. Dann nochmal die Flanke in die Mitte. Hesel mit einer klasse Parade nach dem Kopfball von Harnik. Das war die erste richtig gute Chance für die Stuttgarter, die jetzt aktiver wurden und mehr nach vorne versuchten. Emiliano Insua, seines Zeichens argentinischer Nationalspieler, scheitert hier an Wolfgang Hesel. Der hat einen guten Schuss. In der Szene hat man es nicht so gesehen. Wer noch einen guten Schuss hat, ist Pato. Der wird hier aber abgeblockt und es gibt da einen Freistoß nach einem Foul an Martin Harnik. Das ist natürlich eine sehr gute Position an sich
natürlich für den Freistoßspezialisten der Stuttgarter, für Alexandru Maxim. Allerdings das Ganze nicht an ihm ausgeführt, sondern von Danilo, aber der doch relativ kläglich über den Kasten hinweg. Trotzdem war Stuttgart das bessere Team jetzt in dieser Phase der Partie. Das ist Philipp Kostic, Serbe, auf Emiliano Insua, gerade bereits angesprochen, sehr guter Schuss mit dem linken Fuß, legt aber wieder auf Maxim. Es blieb beim 0-1 aus Sicht der Stuttgarter. Sie waren nicht zwingend genug. Sie spielten sich Chancen heraus, aber keine großen Chancen, eher so kleine. Und das war das größte Problem, denn so hat man gegen Bielefeld keinen Erfolg. Lorenzens Tor machte, dass es bisher 1-0 stand. In der zweiten Halbzeit ging es eigentlich genauso weiter wie vorher. Stuttgart versuchte nach vorne zu kommen, schaffte das aber nicht so wirklich. Wieder ein Schussversuch, aber kein Problem für Hesel. Und jetzt mal die Kontergelegenheit für die Bielefelder. Das ist Alessandro Schöpf. Wie gesagt, Neuzugang vom FC Nürnberg. Ryan Gold wieder zurück auf Schöpf, kriegt den Ball nochmal wieder und spielt in den Lauf von Kelechi Iheanacho, der im Zusammenspiel mit Christensen heute auf der 6 agierend. Raus auf Bart Finne, wunderbar gespielt, Lorenzen, und dann ist Langerak da und verhindert das 0-2. Klasse vorgetragener Angriff der Bielefelder. Es blieb aber beim 0-1. Doch jetzt wussten sie, was sie machen mussten, und zwar ganz einfach kontern. Wieder Lorenzen mit der Flanke in die Mitte. Die wird gefährlich, denn sie wird zur Ecke geklärt. Und das ist normalerweise ein Zeichen für eine richtig gefährliche Situation bei den Bielefeldern. Hier war es nicht so. Es ging dann weiter mit einer Auswechslung. Und zwar kamen Felix Pasnak und Tim Diersen für Andreas Christensen und Stefan Marceau, das heißt neuer Rechtsverteidiger und neuer Sechser, die sogar noch ein bisschen mehr Offensivpotenzial hatten als ihre Vorgänger und natürlich für dieses schnelle Konterspiel der Bielefelder sorgen sollten. Das wurde nicht mehr gefragt. In der 90. Minute eher nochmal die Stuttgarter im 16er. Klement auf Maxim, knapp am Tor vorbei, aber es war halt auch vorbei, und das war es dann auch mit der Partie der Stuttgarter, denn in der 90. Minute nur nochmal Alessandro Schöpf mit dem Versuch, mit dem Lupfer, ein bisschen zu arrogant, machte aber nichts, denn es war die letzte Aktion der Partie. Arminia Bielefeld gewinnt wieder mal und findet in die Erfolgsspur zurück gegen den VfB Stuttgart. Vielleicht nicht ganz verdient, die Stuttgarter waren über die gesamte Spielzeit das drückende Team, hatten aber keine besonders guten Torchancen. Die beste Chance eigentlich, abgesehen vom Tor, hatte Bielefeld mit Melvin Lorenzen an einem klasse vorgetragenen Angriff. Das könnte ein Mittel sein, was die Bielefelder in Zukunft noch häufiger einsetzen, und zwar einfacher Konterfußball, gerade nach den frühen Führungen, die sie in letzter Zeit immer erzielen, könnte das natürlich gegen Top-Teams, unter anderem auch wie den VfB Stuttgart, die ja weiter nach oben wollen, auch mit Neuzugang Pato, daran sieht man das, könnte funktionieren und könnte somit die Punkte sammeln für das müßige Eichhörnchen für Arminia Bielefeld. Der Nichtabstieg ist weiter das Ziel, aber wenn sie so weitermachen wie bisher, dann kommen sie international, gewinnen 1-0 in Stuttgart. Ja, also besser kann es momentan echt gar nicht laufen. Wir spielen Ingolstadt unentschieden, ja. Ingolstadt war das bessere Team, hatte mehr Chancen, und gegen Stuttgart schaffen wir es tatsächlich, obwohl wir eigentlich total unterlegen waren, zu gewinnen, nur weil Lorenzen einmal eisekalt ist. Es war natürlich ein schön vorgetragener Angriff, für den es vielleicht ein Tor verdient hätte, aber wir haben es halt nicht geschossen. Und dementsprechend können wir uns glücklich schätzen, dass wir momentan weiterhin in der Tabelle so gut dastehen, aber das tun wir natürlich auch. Trainieren unsere Mannschaft. Christensen hat jetzt schon mittlerweile gar kein Potenzial mehr, ist ja mittlerweile relativ weit hoch gestiegen, und ich glaube, das hat ihm nicht so gut getan, denn er ist ja noch nicht ganz geupgradet gewesen. Ich habe ja diesen Karrieremodus ganz am Anfang von Viva begonnen, und da war sein Potenzial noch nicht geupgradet. Ich weiß gar nicht, was er für eins hat, aber dass es jetzt aufhört mit vielversprechend, ist natürlich alles andere als schön. Trotzdem soll uns das nicht beirren, und in der nächsten Episode geht es dann weiter gegen Werder Bremen. Das wird eine sehr interessante Partie, genauso wie eigentlich alle. Für uns die Bundesliga ein Abenteuer mit Bielefeld, und genau das will ich natürlich auch in dieser Episode dann wieder zeigen. Wir haben noch ein paar Nachrichten im Büro, und zwar 3 Stück an der Zahl, die wir uns natürlich auch gleich noch angucken werden. Wir sehen aber in der Tabelle gerade, die sieht relativ schön aus. Leverkusen mit 3 Punkten vor uns, Bayern hat dann dazu noch 19 Punkte, das heißt punktgleich mit uns. Und hinter uns Dortmund hat schon 2 Punkte Rückstand. Dann kommt Frankfurt mit schon 4 Punkten Rückstand. Das sieht richtig gut aus für uns, und genau so muss in den nächsten Episoden weitergehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Und ciao. Dann. Haut rein. Und ciao. Dann. Haut rein.